Willkommen zurück zu Engineering Profit, dem Videocast für den Maschinenbau. Mein Name ist Vasuki Raghavan. Heute geht es um automatische Designbewertungen, die die Betriebskosten senken. Ich begrüße Mario Lucic und Philipp Fenning. Wir haben ein spannendes Praxisbeispiel, bei dem die Roboter in einer Fertigungslinie auf möglichst geringe Betriebskosten optimiert wurden. Philipp, wie sind wir dabei vorgegangen? Bei der Konstruktion einer Roboterzelle und der Auslegung des dazugehörigen Roboters stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die Stromaufnahme möglichst gering zu gestalten, ohne dabei die Nutzlast des Greifers des Roboters zu verringern. Und Mario, wie haben wir den Kunden unterstützt? Unsere Software eröffnet die Möglichkeit, automatische Designbewertungen durchzuführen. In diesem konkreten Fall haben wir 150 Bewertungen ausführen lassen, mit dem Ziel, die Roboterzelle optimal auszulegen. Der Berechnungsdurchlauf Nummer 115 hat hierbei Ergebnisse identifiziert, bei welchen der Kunde seine vorgegebenen Ziele vollkommen erreichte. Und wie wirkt sich die Optimierung in der Praxis aus, Philipp? Mit dem optimierten Design konnten wir die Betriebskosten der Roboterzelle um 21.000 Euro senken. Da innerhalb der Fertigungslinie die Zelle typgleich 11-mal verbaut wurde, beläuft sich die Gesamtersparnis durch die optimierte Roboterzelle auf 231.000 Euro pro Jahr. Haben Sie in Ihrer Produktentwicklung auch Aufgaben, die von automatischen Designbewertungen profitieren können? Dann melden Sie sich bei unseren Experten.